Friedensmuseum Brücke von Remagen. Als eine Vorausabteilung der 9. US-Panzerdivision am 7. März 1945 bei Remagen zum Rhein vorstößt, finden die amerikanischen Soldaten die Rheinbrücke unzerstört. Die Brückentürme, die noch über sind, sind ein Mahnmal gegen die Kriegswehren. Auf der anderen Seite sieht man die beiden Gegenstücke der Brückentürme, die schwer umkämpft waren. Dahinter den berühmten Eisenbahntunnel, von der aus die Brücke verteidigt werden sollte. Vor einer Felswand, die fast so aussieht wie die Loreley.